Überfälle von Jugendlichen am helllichten Tag. Die nächste Polizeidienststelle ist 45 Minuten entfernt. Wenn die Polizei dann mal da war, ist der Täter nächsten Tag wieder auf freiem Fuß. Und eine Verurteilung, die folgt nicht in Kürze, sondern in weiter Ferne. Das sind nur einige Details eines Bürgerdialogs, der hier etwas eskaliert ist. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Mich wunderte es ja, dass es nicht nur diesen Bürgerdialog hier gab mit den Aussagen, die ich euch gleich zeigen werde, sondern dass diese Aussagen auch noch von der zuständigen Innenverwaltung selbst veröffentlicht wurden. Also, die Szenen, die ich euch zeige, sind ein eigener Clip bei der Senatskanzlei Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner musste sich hier von Bürgern gefallen lassen, warum man sie denn nicht mehr schützen kann in den Außenbezirken. Und die Aussagen, die dieser Mann hier, der Anwohner aus Rahnsdorf in Berlin, gleich tätigt, sie sind doppelt und dreifach schlimm und wir müssen uns das jetzt ganz genau im Detail mal anhören. Los geht's. Konkret sieht es so aus, dass bei uns Jugendliche überfallen werden, am helllichten Tage ausgeraubt werden und so weiter. Habt ihr gehört? Die Jugendlichen, sie werden am helllichten Tage ausgeraubt. Also du und ich, wir könnten auch davon betroffen sein. Die nächste Polizei ist 45 Minuten weg. Die Polizei ist 45 Minuten weg. Ja? In einem Berliner Stadtteil. Schämen sollte sich die CDU in Berlin. Schämen sollten sie sich. Aber es geht noch viel schlimmer weiter. Die Verfahren, bis was passiert, dauert über ein halbes, dreiviertel Jahr. Und die Jugendlichen, die jungen Leute hier bei uns im Rand überfallen, kommen dann aus der Stadt angereist. Wow, habt ihr das gehört? Die Jugendlichen, die in Berlin-Rahnsdorf andere Jugendliche überfallen und ausrauben, kommen aus anderen Stadtteilen angereist. Es gibt hier also Kriminalitätstourismus mitten in Berlin, weil die Jugendlichen inzwischen kapiert haben, oh, da ist keine Polizeidienststelle, das dauert 45 Minuten, bis ein Streifenwagen dorthin kommt. Ob es in Zukunft noch Streifenwagen gibt, dazu kommen wir später mehr. Und es passiert dann einfach so, dass sich die Kriminalität dann aus Neukölln rausverlagert, nach Rahnsdorf zum Beispiel, weil dort eben keine Polizei mehr präsent ist. Und ihr wisst ja, wer in Berlin dafür gesorgt hat, dass die Berliner Polizei dieses Jahr kein Geld mehr bekommt, keine Autos mehr bekommt, keine neuen Dienstuniformen, keine neuen Sportstätten, keine Sanierungen mehr. Es wurde alles von der CDU gestrichen. Jetzt geht es hier allerdings noch weiter. Kai Wegner sieht sich genötigt, hier zu antworten. Und wenn man sich die Antwort auf der Zunge zergehen lässt, dann bleibt nur ein Fazit übrig. Dieser Mann ist nicht ehrlich. Absolut nicht ehrlich. Schauen wir mal rein. Leopoldplatz und um den Görlitzer Park, das sind natürlich absolute Hotspots. Wenn ich mir andere Parkanlagen anschaue, auch in den Außenbezirken, haben wir auch eine dramatische Situation mittlerweile. So, wir haben eine dramatische Situation mittlerweile. Nicht nur auf dem Leopoldplatz oder dem Görlitzer Park, sondern auch in den Parkanlagen, in den Außenbezirken. Und von was kommt das, Herr Wegner? Das kommt von einer Innenpolitik, die Sie mit Ihrer CDU hier machen, die nichts damit zu tun hat, dass man den Polizei den Rücken stärkt, aber über das Stärken des Rückens der Polizei, darüber fabuliert er jetzt, der Herr Wegner, unser netter regierender Bürgermeister von Berlin. Achtung! Ich bin auch hier nicht bereit, diese so zu akzeptieren. Und deswegen haben wir in dieser Koalition schon etliche Maßnahmen beschlossen, Änderung des ASOG. Hier geben wir der Berliner Polizei mehr Vertrauen, mehr Rückhalt für ihre schwierige Arbeit. Und ich persönlich glaube, dass sich das Schritt für Schritt auch jetzt schon auszahlt. Und also Kai Wegner glaubt, dass es sich auszahlt. Er weiß nicht, dass es sich auszahlt. Damit kann er in die Kirche gehen sonntags hier in Berlin. Aber es geht hier um harte Fakten, es geht um die innere Sicherheit, es geht um die Sicherheit in den Berliner Außenbezirken, auch in der Innenstadt muss es sicher sein. Und die CDU, sie hat hier dafür gesorgt, dass die Polizei ohne Mittel dasteht. Ich kann euch das nochmal gerne raussuchen, was in Berlin jetzt alles gestrichen wurde. Wir werden sogar vermutlich schwere Straftäter von dannen ziehen lassen müssen, weil man dem Kriminaltechnischen Institut die Geldmittel gestrichen hat und somit gewisse Tests nicht durchgeführt werden können. Aber Herr Wegner geht noch weiter, er dreht in seiner Politiker-Fantasie hier wirklich frei und fabuliert von absoluter Sicherheit 24/7, wenn ihr so wollt, in Berlin. Achtung! Und hier möchte ich für sorgen, dass es eine enge Kooperation zwischen Polizei und Justiz gibt. Eine enge Kooperation zwischen Polizei und Justiz. Herr Wegner, wir haben immer noch eine Gewaltenteilung. Sie müssen einfach dafür sorgen, dass Polizei und Justiz effizient arbeiten können. Aber dass sich die Exekutive mit der Judikativen hier abspricht, das geht in einem Staat, der Gewaltenteilung hochhält, nicht. Selbstverständlich können Sie kooperieren bei Ermittlungsarbeiten, aber man sollte bei seiner Wortwahl darauf achten,
wie man etwas formuliert in Zeiten, wo ein Verfassungsschutz jedes Wort einem Bürger auf die Goldwaage legt. Herr Wegner, eine pauschale Kooperation zwischen Inneres und Justiz verbietet die Gewaltenteilung. Eine Kooperation in der Sache, bei der Strafermittlung, das ist Gebot der Stunde, aber das müssten Sie differenzieren. Jetzt kommt er zu seiner nächsten Wahnvorstellung. Alle zuständig. Und das möchte ich, dass der Rechtsstaat sich an jeder Stelle in dieser Stadt 7 Tage die Woche, 24 Stunden durchsetzt und wir unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich schützen. Ha, Herr Wegner, da muss ich ja mal lachen. Sie kürzen der Polizei versprochene Geldmittel. Sie kürzen der Feuerwehr versprochene Geldmittel. Im Rettungsdienst in Berlin ist immer noch jeden zweiten Tag Ausnahmezustand wegen fehlender Einsatzwagen und wegen fehlendem Personal. Sie wollen hier, dass sich die Bürger 24/7 in unserer Stadt sicher fühlen und dass der Rechtsstaat sich da durchsetzen kann. Dann gehen Sie voran, Herr Wegner, verzichten Sie auf Ihren Fahrer und Ihre Dienstlimousine, stecken Sie das Geld in die Berliner Polizei und kaufen dafür einen neuen Streifenwagen. Oder Sie verzichten generell auf 5% Ihres Personals in den Senatsverwaltungen und stellen dafür Polizisten ein. Oder Sie sparen an Ihrer Altersversorgung und zahlen einfach mal für sich und Ihre Senatsmitglieder nur in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Sie könnten das Berliner Abgeordnetengesetz ändern, die es verhindert, dass hier Leute sehr früh in Ruhestand gehen, der den Steuerzahler Millionen kostet. Herr Wegner, Sie sind eine Lachnummer für diese Stadt. Herr Wegner, Sie sind bei der nächsten Wahl Geschichte hier in Berlin. Die CDU, sie wurde gewählt, weil man keine Lust mehr hatte auf Rot-Rot-Grün. Und was macht die CDU? Sie schleift die innere Sicherheit von Berlin noch tiefer, als es Rot-Rot-Grün sich jemals getraut hatte. Und das ist nicht nur peinlich, sondern das ist ein Armutszeugnis. Das ist vor allem ein Armutszeugnis für eine christlich-demokratische Union, wie sie sich nennen. Hier ist nichts mehr christlich, hier ist auch nichts mehr demokratisch. Es geht ihnen alleine um Ideologie. Sie erzählen den Bürgern hier, sie wollen, dass es sicherer wird und kürzen auf der anderen Seite den Sicherheitsbehörden die Geldmittel. Das ist verlogen, Herr Wegner, das ist unehrlich und so macht man keine Politik. Das ist Politik ohne Kopf und Sie werden bald davon sehen, was Sie davon haben. Denn es wird sich jetzt herumsprechen, dass man in Ransdorf täglich Überfälle verüben kann, ohne dass die Polizei zeitnah vor Ort ist. Stattdessen bauen Sie lieber eine Wache am Cottbuser Tor und so weiter und so fort, anstatt einfach solche Gewalttäter konsequent in Haft zu nehmen. Denn Ihr Justizsenator in Berlin, er könnte eine Anweisung geben an die Justiz, dass man hier die Mittel der Untersuchungshaft voll ausschöpfen möchte und nicht nur wie aktuell fast gar nicht ausschöpfen möchte. Denn in Berlin gibt es auch Sexualstraftäter im offenen Vollzug, wo sich jeder Bürger, der noch 1 und 2 und 3 zusammenzählen kann, fragen muss, ob es denn mit Vorsatz ist, dass man hier die Bevölkerung gefährdet oder ob es einfach Unfähigkeit ist. Bei der CDU muss man inzwischen beides unterstellen. Die Frage ist nur, wer ist unfähig und wer hat den Vorsatz. Aber Herr Wegner, Sie haben mit Ihrem Privatleben als regierender Bürgermeister hier anscheinend mehr zu tun. Sie haben den Senat getäuscht, Sie haben die Öffentlichkeit getäuscht. Es ist Ihr privates Glück, das gönne man Ihnen, aber so regiert man keine Stadt. Da war ja selbst Klaus Wowereit besser für diese Stadt. Also, Berlin ist arm, aber sexy, das war einmal. Jetzt ist Berlin arm, aber gefährlich, Herr Wegner. Und das haben wir Ihnen zu verdanken, denn Sie sind es, der hier die Sicherheit wirklich zum Fenster hinausgekübelt hat und lieber in andere Projekte mehr Geld investiert. Wie kann es denn sein, dass das Ankunftszentrum Tegel für die Ukraine-Flüchtlinge das 10-fache von dem kostet, was der Berliner Polizei jetzt fehlt an Geld? Sie setzen die Prioritäten falsch. Die Prioritäten liegen bei Ihnen hier auf der Zuwanderung in die Stadt, anstatt die, die schon länger in der Stadt leben, vor eben allen anderen Gefahren zu schützen. Nein, stattdessen gibt es inzwischen täglich Geldautomatensprengungen in dieser Stadt, Raubüberfälle, Diebstähle, Bedrohungsszenarien und alles nur, weil die Täter keine Polizei fürchten müssen und schon gar keine Justiz. Denn wenn verurteilt wird, dann meistens erst ein Jahr danach oder später. Es bringt nichts, sich aufzuregen. Herr Wegner, Sie werden bald sehen, was Sie davon haben. Die innere Sicherheit in Berlin, sie erodiert von Tag zu Tag immer weiter. Und irgendwann, dann schlagen sich nun mal die Falschen die Köpfe auf der Straße ein. Dann ist es Ihre CDU, die davon betroffen ist. Und dann ist es wieder, oh, die AfD ist schuld gewesen. Nein, nein. Schlechte Politik ist dafür verantwortlich. Ihre schlechte Politik, Herr Wegner. Wie kann man der Polizei Geld streichen? Wie kann man das machen? Also alleine, was wir seit 7. Oktober in der Stadt in Berlin gesehen haben, was los ist mit den Demonstrationen. Und Sie gehen hin und kürzen Geldmittel, ja?
Auch die Berliner Feuerwehr, sie darf Autos, die bestellt sind, dieses Jahr nicht abnehmen, damit die Rechnung nicht dieses Jahr gestellt wird. Das ist Deutschland 2024, das beste Deutschland, das wir je hatten. The Great Land, wie sie im Ausland noch sagen. Mal sehen, wie lange noch. Damit bis bald.